Stellaris geht weiter hier live auf Twitch bei WBs Junger Herde mit mir, Matsuman, mit euch und auch mit euch auf YouTube bei unserem Writing Bull in den Aufzeichnungen. Und wir haben es geschafft, den nächsten Traditionsperk können wir uns holen. Wir sind hier noch in der Kategorie Vorherrschaft und müssen uns entscheiden. Wollen wir Kriegsspiele machen? Da würde dann das Befehlslimit der Flotten um 20 erhöht werden. Und die Admirale können auch nochmal besser Fähigkeitsstufen bekommen, maximal. Oder wir sagen, eine überwältigende Kraft wollen wir haben und Feuerrate der Schiffe um 10% erhöht und bei der Orbitalbombardierung ist der Schaden um 20% erhöht, würde zu dem großen Kampf führen. Ja. Ah, man kann es beides begründen. Ich plädiere mal für die überwältigende Kraft, denn wir kämpfen gerade wieder. Wir haben ein bisschen Legierung auf der hohen Kante, können es aber noch ganz gut auf die Schiffe verteilen mit der ersten, zweiten und dritten Flotte. Da sind wir noch nicht an der Befehlslimit-Grenze angekommen. Diese 10% mehr Kampfkraft wird uns immer helfen. Das ist eher das Langfristigeres und deshalb würde ich plädieren für die überwältigende Kraft. Ich gucke aber mal, was ihr im Chat schreibt, ob ihr dort einer Meinung mit mir seid. Die Overwhelming Force oder Overwhelming Power, die wir haben wollen, genau. Wir nehmen die einfach mal, oder? Ja, komm Leute. Alles muss auf den Feind angewandt werden, wenn der Sieg gesichert werden soll. Anwenden ist natürlich etwas euphemistisch hier ausgedrückt. Ein schneller und entschiedener Angriff kann paradoxerweise Leben retten, die bei einem längeren Einsatz unnötig verloren gegangen wären. Hilft uns sofort, machen wir. Kostet uns 17.000 Einigkeit. Sind wir hier wieder fast bei Null und haben noch zwei Perks vor uns. Das nächste dauert etwas mehr als 5 Jahre. Müssen wir uns wieder ein bisschen gedulden. Uns ist aufgefallen, dass wir hier vielleicht die zweite Flotte lieber einmal nach hier oben schicken, während die erste Flotte hier nach unten fliegt. Und hier ist ja die Flotte am Kämpfen, da schauen wir natürlich jetzt weiter zu. Attacke! Das ging leer. Kralle, ging schnell. Gott, was ist denn jetzt hier los? Wo sind wir hier? Gott, was ist denn das hier? Was ist denn das, Leute? Ein großer Großdrache. Ein Großdrache, Großdrache. Aus dem Nichts ist ein knurrender, zischender Teufel erschienen. Mit einem einzigen Hieb seiner riesigen Klauen riss er das Archäologie-Shuttle, das das Ausgrabungsteam und den Rubrikator zur SAL kosmischer Angler zurückbrachte, auf und drückte den Rubrikator heraus. Es scheint, als hätten wir endlich den Angreifer der hamsternden Ratten getroffen. Der Drache muss von ihren unzähligen Schätzen angezogen worden sein und scheint im königlichen Palast genistet zu haben, um sich an ihren toten Körpern zu nähren. Vielleicht war er auf der Jagd, vielleicht hat er uns aus der Ferne beobachtet, als wir die Ruinen ausgegraben haben und nur auf den richtigen Moment gewartet. Er scheint etwas in unsere Richtung zu knurren. Eieiei. Der will nur spielen. Ein Großdrache. Wir schicken den schon mal auf jeden Fall in die Richtung hier runter. Wir sagen mal, Ausweichmanöver einleiten. Ausweichmanöver. Tja. Okay. Der Durchflussbegrenzer kehrt zurück. Und der kosmische Anler ist außerhalb unserer Sensorenreichweite. Die ist vernichtet worden, Leute. Eieiei, wie bitter. Hier ist er. Oh, der knurrt ja hier durch das All durch. Habt ihr es gehört? Ich zeige es euch nochmal. Hört mal hin, Leute. Wo ist er? Hier. Hört mal. Psch.
Wie unheimlich, wie unangenehm. So sieht er von hinten aus. Bin geschockt, Leute. Ich bin etwas geschockt. Was machen wir in dieser Schockstarre? Wir sprechen einmal vielleicht mal mit unseren Kuratoren, mit den Quallen. Vielleicht kennen die ja, wer das ist. Vielleicht können die uns ja was dazu sagen. Diese Mysterien. Ist das der Ätherdrachen? Es könnte der Ätherdrachen sein, oder? Wir fragen einfach mal. Die Ätherdrachen-Spezies ist für das Leben in unserem Universum ungeeignet. Der letzte Drache ist stark, aber nicht unverwundbar. Was genau ist er denn eigentlich? Allen Berichten nach sind die Ätherdrachen älter als alle galaktischen Zivilisationen. Einst gab es eine Vielzahl von ihnen, aber ihre Rasse ist schon seit Äonen im Rückgang begriffen. Sie sind für das Leben im Hier und Jetzt ungeeignet. Irgendetwas an den physischen Gesetzen des Universums ist nicht mit ihnen einverstanden, als ob sie sich in einer anderen Realität entwickelt hätten, was auch tatsächlich der Fall ist. Wir glauben, dass sie die letzte Überbleibsel eines Universums sind, das endete, bevor unseres begann, die einzigen Überlebenden eines großen Kollaps. Der Drache, nicht weit von hier, ist der letzte seiner Art der Galaxie, vielleicht sogar im Universum. Ist denn der das wirklich? Ist das der Ätherdrache? Wir könnten Geld ausgeben, um den besser schlagen zu können. Wie würde sich unsere Flotte im Kampf schlagen? Ja, ja, vermutlich hättet ihr sogar eine Chance, wenn ihr eure gesamte Flotte einsetzen würdet. Es würde zwar kein leichter Sieg werden, aber ist zumindest möglich. Ha. Die große Frage ist, da stand jetzt Ätherdrache und hier steht jetzt Großdrache. Sind das dieselben Drachen? Die gesamte Flotte haben wir momentan nicht da. Jetzt kommen wir hier auf diesen blöden Planeten nicht hin. Und den Rubrikator auch nicht dran. Der zerstört jetzt natürlich unseren Außenposten. Oh Gott. Der schießt Blitze ab. Das ging auf jeden Fall schnell. So, die dritte Flotte hat in der Zeit gesiegt. Der Großdrache ist super gegen Panzerungsschaden und Rumpfschaden, nicht so gut gegen Schildschaden. Hat aber auf jeden Fall gut getroffen. Ja, wir sehen leider nicht wirklich, wie stark der ist. Ein Großdrache. Wirtschaftspakt gebrochen. Das interessiert uns weniger. Damit ist das Gebiet jetzt wieder frei. Mann, 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 Mann. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Aber wir haben einen Krieg zu führen, Leute. Wir haben gar nicht die Zeit, uns da jetzt groß zu weinen. Wir müssen erstmal mit der Flotte hier gucken. Dann müssen wir hier gucken, dass es weitergeht. Und hier wird auch gekämpft. Das sollte aber nicht das Problem sein, oder? Wir sind gegen die Schilde super gut, offensichtlich. Gegen die Panzerung sind wir nur mäßig gut. Das könnte schneller gehen. Was haben wir hier drin? Transportschiffe? Nein, oder nicht? Eine Forschung bitte. Die Railguns sind erforscht worden. Neue Version der altehrwürdigen Railgun, aber mit robusteren Schienen und verbesserter Energieversorgung. Diese Waffen sind noch leistungsstärker und zielgenauer als ihre Vorgänger. Und holen uns jetzt was? Raketen, Weltraumtorpedos. Boah. Eine Sternfestung dauert lange. Weltraumtorpedos scheinen mir besser zu sein als die Fusionsraketen.
deutlich besser zu sein. Abklingzeit ist deutlich, aber auch erhöht. Zielgenauigkeit 10%, 25%. Die Rakete hat eine Rumpfstärke von 7. Hier von 8. Die Fusionsrakete könnte ein bisschen ausweichen. Wir nehmen mal die Top. Oder haben wir was anderes, was noch besser ist? Baukosten. Baukosten wird uns immer helfen. Wir nehmen lieber die Baukosten. Mit diesen G-Slots haben wir jetzt noch gar nicht so viel gemacht. Wir schauen mal weiter. Okay, diese Sternbasis sollte schnell fallen. Wir haben unsere Erzprophetin hat Stufe 3 erreicht. Das ist schön. Das ist die Nachfolgerin von Plüschi. Die erste Flotte ist hier fertig. Sollte natürlich hier vielleicht mal hinterherkommen. Unsere Transportflotte ist schon ganz begierig darauf, irgendwie hier voranzuschreiten. Wie lange dauert das noch, bis wir was erforscht haben mit... Ach, ich dachte, wir erforschen, dass wir hier weniger Einigkeit ausgeben müssen für die Ansprüche. Haben wir gar nicht eingestellt, ne? Jetzt wäre das gewesen. Wir haben jetzt die Agrarsubvention eingestellt. Ist auch okay. Ich meine, wir haben jetzt fast 1000 auf der hohen Kante. Mehr als 1000 können wir eh nicht haben. Wir können aber schon mal die Ansprüche uns angucken. Schaut mal, Ogel Carpus. Da könnten wir 10 Ansprüche drauf stellen, dann werden wir der stärkste Anspruchsteller. Ogel Carpus, das ist genau das System, das vielleicht noch durch einen geschickten Schachzug zu uns fallen könnte. Aber wir wollen erstmal hier das noch zu uns holen und das noch zu uns holen und das noch zu uns holen. Oh, habe ich die gerade weggedrückt? Ach nein. Habe ich was falsch gemacht? Nö, ne? Wir wollen sie alle haben. Können wir uns alle leisten? Fast. Wir könnten hier noch mehr investieren. Wir könnten erstmal die alle zu uns stellen. Wenn ich jetzt rausgehe, ist nichts passiert, ne? Ich glaube, es ist jetzt nichts passiert. Ich gehe nochmal in die Ansprüche rein. Wir haben ja schon viele Ansprüche gestellt. Momentane Ansprüche. Genau, es sind alle, die mit blau sind. Nee. Ach, weil das sich gemerkt hat. Die könnten wir jetzt schon uns holen. Wir wollen aber hier, wir müssen hier durchkommen, Leute. Es nützt nichts. Wir können auf das erstmal verzichten. Und Bintu erstmal dazu holen. Warum ist das hier alles so teuer? Angriffskrieg plus 100%. Wir warten mal ab. Vielleicht müssen wir die auch erstmal hier eingenommen haben. Vielleicht ist es dann besser mit den Ansprüchen. Das Gebiet sieht etwas nach Italien aus. Ja, da habt ihr recht. Finde ich auch ganz witzig. So, das hier scheint doch hier jetzt auch schon zu uns gehören. Dann können wir uns doch hier treffen. Ist doch super. Wunderbar. So langsam sollten wir auch fast schon die Kriegsziele durchsetzen können. Einen unbesetzten Planeten fordern wir noch. Wo ist denn wohl dieser unbesetzte Planet? Könnte der auf Ogel Carpus sein? Nein. Wo könnte der unbesetzte Planet sein? Die sind beide besetzt. Kann ich mir irgendwie die Planeten anzeigen lassen? Oh, was ist hier passiert?
unsere... Oh. Unsere Gouverneurin ist kriminell geworden mit den Verbindungen zum organisierten Verbrechen. Der Gouverneur hat diese Behauptung als vom politischen Rivalen erfundene böswillige Verleumdung abgetan, doch jüngste Beweise deuten darauf hin, dass es mehr als nur das sein könnte. Oh, wer ist sie denn? Kriminalität plus 25%. Golovia Prime, das ist die neue Kolonie, die wir hier haben. Es ist nur die hier vor Ort. Kriminalität 17%. Finde ich nicht gut. Ich habe mich, glaube ich, gerade verklickt. Die müssen wir entfernen, Leute. Es nützt ja nichts. Ihr seht die schon gar nicht. Die taucht ja schon gar nicht mehr auf mit dem Titel. Wir gehen mal mit den Anführer rein. Sie ist 76 Jahre alt. Wen haben wir denn als Alternative? Wir hätten eine eiserne Faust. Sklaven haben wir aber leider noch nicht. Oder eine Umwelttechnikerin. Tja. Dann nehmen wir mal das mit dem Blocker entfernen. Hat uns jetzt wieder Einigkeit gekostet. Und setzen sie auch da mal ein. Ich muss hier in die Sektorenverwaltung gehen. Golovia Prime. Und da sollen wir die einsetzen. Das hat geklappt. Und ja, tut mir leid, wenn du kriminell bist. Starte um Stufe 5. Ist echt schade. Aber können wir nicht machen. Mit Korruption können wir unser ganzes Reich kaputt machen. Das wollen wir nicht. Damit sollte es der Welt hier aber auch sofort besser, gleich besser gehen mit... Hoffentlich mal mit der Kriminalität bald. Mal gucken, ob sich das von selbst stabilisiert oder ob wir dort was machen müssen wegen der Kriminalität. Schlimm ist das. Schlimm. So, die letzten Gebiete wollen noch erobert werden. Die Flotten sind noch da. Wo haben wir denn noch Ansprüche auf Welten, die wir nicht besetzt haben? Hier nicht. Wir müssen da leider einmal systematisch durchgehen. Hier auch nicht. Anzeigen lassen konnte ich sie mir, glaube ich, nicht so, ne? So sehe ich, glaube ich, nicht die Welten. Hier. Deshalb war da so ein Symbol. Darüber bin ich gerade aufmerksam geworden. Dann sollten wir wohl diese Welt, die kaum Garnison haben, sollten wir vielleicht mal hier unsere netten Transportflottenschiffe einmal rüberschicken. Ja. Das sollte dann die letzte Welt sein. Und dann können wir die Kriegsziele wahrscheinlich alle durchsetzen. Knapp, weil auch wir hier kurz vor der Kriegsmüdigkeit sind. Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn beide 100% haben, dass der Krieg dann automatisch irgendwie mit dem Status Quo oder so aufgelöst wird. Der jüngste Sieg im Bintu-System scheint den Jäger im Admiral Waschgusch geweckt zu haben, der jetzt ein weitaus aggressiverer Kommandeur ist. Das ist gut. Der befehligt was? Koralwassertor ist das nicht gewesen. Wellenmacher Gusch. Der ist jetzt ein Flottenlogistiker. Ein aggressiver Flottenlogistiker der dritten Flotte, alles klar. So, jetzt sind alle Gebiete besetzt. Jetzt müssen wir hier noch landen. Oh, sind da schon gelandet offensichtlich? Nee. Wo war das hier? Wir müssen noch einen weiterfliegen. Dann nutzen wir mal unseren Einfluss, der dann auch gleich das Maximum hat. Und dann könnten wir fast schon den Krieg auflösen, Leute. Verbesserte Nahrungsverarbeitungstechniken werden zu besseren Konservierungsmethoden und weniger Verderb führen. Okay, das sollten wir auf unserer Agrarwelt auch einsetzen.
Hier könnten wir erstmal das Ganze mal zur planetaren Hauptstadt machen. Und dann wollen wir das natürlich aufbauen. Also wenn es schon eine Agrarwelt ist, dann sollte dann auch eine Nahrungsverarbeitungsanlage da sein. Können wir mal beides hier einbauen. Dann brauchen wir eine neue Forschung. Flottenkapazität brauchen wir noch nicht. Diplomatische Bedeutung, naja. Weltraumhandelsunternehmen. Giftigen Seetank mögen wir natürlich nicht. Kriminalität minus 15%, vernetzte Dienstleistungen an einer LAS. Ja, ist jetzt nicht so schlimm für uns. Puh. Dann sagen wir mal Seetank entfernen. Wir müssen eh früher oder später die ganzen Flotten ausbauen. Jetzt könnten wir auch mal sagen, dass wir die Flotten weiter verstärken wollen. Das könnten wir hier mal in Auftrag geben, bei der ersten Flotte. Genau. Ein bisschen Legierung ausgeben. Und wir gucken mal weiter mit der Transportflotte, was wir machen können. Und dann müssen wir gleich nochmal mit den Einflüssen gucken, wie wir uns das am besten zurechtwürfeln. Landet die Flotte schon? Ja. Wir kämpfen an der Frontlinie. Letzte verzweifelte Gefechte. Und? Loyale Crew, sehr gut gemacht. Sieg. Unser Sieg ist da. Damit sollte es jetzt auch möglich sein, dass wir alle Kriegsziele durchsetzen können. Schön. Und dann gehen wir jetzt mal in die Ansprüche rein und wollen das mal noch uns anschauen. Also die Gebiete hier, die schon blau markiert sind, die sind jetzt schon, glaube ich, da. So, wenn wir das hier nachher alles einsetzen würden. Wir können uns noch nichts weiter dazu holen. Wir stellen erstmal die Ansprüche. Jetzt haben wir kaum noch Einfluss. Jetzt ist die Frage, wollen wir noch ein bisschen warten, um auch das Gebiet und das Gebiet uns zu holen? Da fehlen uns insgesamt 150 Einfluss. Ein bisschen Zeit haben wir noch, was die Kriegsmüdigkeit angeht. Wir geben ein bisschen Einfluss pro Runde aus, weil wir gesagt haben, dass wir Beziehungen verbessern irgendwo. Zu unseren ehemaligen Lehnsherren war das. 0,25 Einfluss. Und hier müssten wir tatsächlich auf 10 kommen, ne? Für dieses System. Ockelkarpus. Sehe ich das hier auch richtig? Die haben tatsächlich 10 da drauf gesetzt. Da bräuchten wir nochmal 350 Einfluss. Das ist jetzt ja eine fiese Entscheidung. Also ich fände es schon cool, wenn wir das hier durchgängig haben. Lasst nochmal schauen. Also wenn dann hier so einzelne Gebiete noch von denen bleiben, das ist jetzt auch nicht ganz so wichtig. Aber wenn wir durch unsere Friedensvereinbarung denen das quasi wieder wegschnappen könnten, fände ich das sehr cool. Oder geht das nicht mehr, weil wir mit denen gar keinen Krieg haben und können wir denen das noch wegschnappen? Das weiß ich jetzt gar nicht. Das müsste ich euch mal fragen als Experten, ob das überhaupt geht. Ansonsten könnten wir zumindest für die drei Systeme noch warten. Dann hätten wir quasi alles von denen.
Gibt es ja auch Legierung, Forschung. Ein bisschen Energie. Hier gibt es nette Grenzen. Aber wir kämen zu dieser archäologischen Stätte hin. Möglicherweise ist hier auch was Entscheidendes. Vielleicht auch wieder so ein Tier. Da könnten wir mal ein Forschungsschiff hinschicken. Mal gucken, was da ist. Aber das wäre dann auch angrenzend an unser Reich. Nein. Worauf habt ihr jetzt Nein geschrieben? Das, jetzt habe ich euch ganz viele Fragen gestellt. Ich weiß nicht, worauf sich das Nein bezieht, Cassiel. Hat sich das Nein darauf bezogen, dass es gar nicht geht, dass wir hier oben das System uns noch weiterholen können? Ach, der Krieg ist schon automatisch aufgelöst worden. Ach, wie nett. Na, dann ist das jetzt ja tatsächlich, egal, sagt unseren Kriegern, dass unsere Niederlage keine Schande war. Ich kann ihnen selbst nicht gegenübertreten. Sie wurden beurteilt und für mangelhaft befunden. Wir haben den Krieg gewonnen, Leute. Sieg! Sieg für uns. Wir haben jetzt sechs weitere Planeten bekommen. Und 12 Reiche sind das hier hoffnungslos, was die Reichsgröße angeht, überlastet. Es ist das Ende der Isravanna. Weil die keine Planeten mehr haben. Sie wurde von ihren Feinden zerstört. Wie das politische Klima der Galaxis beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Was heißt abzuwarten? Direkt hin, würde ich sagen. Direkt hin hier und die Gebiete für uns claimen. Die sind ja... Ach, sind noch unerforscht. Dann hier ganz schnell einmal System erkunden. Auch noch ein Konstruktionsschiff. Haben wir ein Konstruktionsschiff in der Nähe? Das hier. Oh Gott, das braucht ja Ewigkeit, bis es da ist. Ja, möglicherweise geht das aber. Sonst kaufen wir uns eines. Wir müssen uns jetzt erstmal dran gewöhnen ans neue Aussehen unseres Reiches. Wir sind ein bisschen besser verbunden. Obwohl es nur so scheint, ne? Also wir wären nur über das Mura-System verbunden. Wir bräuchten hier halt noch irgendwie die direkte Verbindung. Das wäre hübscher gewesen. Aber es sieht zumindest auf der Karte als fast durchgängig aus. Hier haben wir noch 2 Systeme mit Feinden drin. Hier gibt es Space-Amöben. Die könnten wir bei der Gelegenheit vielleicht auch einfach mal mit der dritten Flotte mal angreifen. Dann haben wir hier auch noch eine archäologische Stätte, die wir uns holen können. Wir sind ein bisschen fetter geworden, in der Tat. Aber das tut uns ja nur gut. Was ist denn das hier? Sieg. Ah ja, das haben wir uns schon angeschaut. Die es tun können, ist ein Kriegsgrund Anspruch gegen uns verwenden. Naja, wie schön. Dann müssen wir natürlich jetzt die Grenzen hier auch ein bisschen sichern, ne? Ist nicht einfach. Also besser wäre es gewesen, wenn wir hier Ogel Carpus noch hätten oder auch Chara sogar. Das wäre cooler gewesen. Jetzt haben wir hier 2, 3, 4 Gebiete in unser Reich. Das gefällt mir nicht so gut. Das sind unsere normalen Nachbarn. Die kennen wir schon. Wir haben zu viele Sternbasen im Vergleich zu dem, was uns eigentlich zustehen würde. Und wir haben auch ganz viele neue Planeten. Gott, die müssen wir uns auch alle einmal angucken. Eine Tech-Welt, Gießereiwelt, Fabrikwelt, noch eine Tech-Welt, noch eine Gießereiwelt und noch eine Reichshauptstadt. Und eigentlich müssten wir uns sogar überlegen, Leute, mit den Spezies, die wir bei uns jetzt haben im Reich. Wir haben jetzt Neburiten, wir haben Roboter bei uns. Wir haben Sakyten, die wir übrigens auch noch mit Eigenschaftspunkten verbessern können. Und die Isravanna. Und ihr seht mal, was die alle für Rechte haben. Schuldsklaverei,
Roboter sind aktuell unerwünscht bei uns. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das wirklich so sein soll. Und die Evariten sind auch alle in einer Schuldsklaverei. Das sind sogar streitsüchtige Einzelgänger. Sie sind sehr stark dafür. Okay. Roboter sind unerwünscht. Das müssen wir uns nochmal alles jetzt gemeinsam anschauen, Leute. Wie wir hier am besten mit umgehen, mit die so vielen neuen Bürgern und Sklaven bei uns in unserem Reich, wie wir das hier am besten verteilen können. Es ist mega spannend. Großer Schritt für unsere Kitari, Leute. Großer Schritt. Das wird bestimmt eine ganze Folge YouTube.